Tut mir leid, dass gestern kein Minecraft Solo News Video kam und damit herzlich willkommen zur Zusammenfassung von Tag Nummer 6 und 7 im Minecraft Solo. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, erstmal mit Tag Nummer 6 Informationen. Und zwar sind viele Leute gestorben, die werde ich euch ganz kurz erstmal sagen. Und zwar ist Dompra an Fabo gestorben, A4 ist dann an NoRisk gestorben, Rotpilz ist dann an Hugo gestorben und kurz bevor der Server geschlossen ist, ist MeisterGamer an Fallschaden gestorben, denn er hat einen Selbstmord begangen. So kommen wir jetzt nun zu den Informationen zu Minecraft Solo Tag Nummer 7. Heute ist eigentlich auch richtig viel passiert. Es war eigentlich eher langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz am Anfang hat Danger Danny getötet. Und zwar war ja Danny offline gewesen. Gestern wurden ja seine Koordinaten geleakt und dann hat Danger ihn einfach so getötet. Danach gab es eine Challenge von Alex, denn er hat ungespielt angeboten, wenn er ein MLG schafft, dass er Diamanten bekommt. Alex hat zum allerersten Mal 20 Dias bekommen, indem er beim allerersten Mal das MLG geschafft hat. Dann hat NoRisk Just for Fun gesagt, doppelt oder gar nichts und ungespielt hat es auch angenommen. Alex hatte dann die Möglichkeit gehabt, nochmal zu springen und nochmal 20 Diamanten zu bekommen. Dies hat er auch gemacht, so hat er 40 Diamanten für sein Team bekommen und hat sich daraus erstmal Full Dia gemacht, einfach mega. Ich hoffe, Alex kommt noch ins Finale. Danach wurde Didi von Phasen getötet und insgesamt hat Phasen dadurch ein Kopfgeld von 3 Dias bekommen. Weil Phasen ja nur noch jetzt mit seinem anderen Teammate unterwegs ist, ist es einfach übertrieben schwer, für die zu zweit jetzt irgendwie noch gegen Basti eine Chance haben. Die haben, es war halt eigentlich so gedacht, dass Basti GRGs Team gegen Phasen Team kämpft. Das war jetzt auch so gewesen. Die haben ab und zu mal ein paar Bogenschüsse gelassen, aber die haben beide eigentlich extrem defensiv gespielt. Phasen wollte eigentlich all-in gehen, aber das ist daraus nichts geworden. Deswegen hoffe ich, dass jetzt übers Wochenende mal ein Kampf stattfindet, obwohl Celtics nicht da ist und das Richtung Montag, Dienstag Minecraft Solo 2 vorbei ist. Ich persönlich finde es einfach mittlerweile nur noch langweilig und ich war ja gestern auch den ganzen Tag nicht da gewesen, war erst um 23 Uhr da. Deswegen kam auch gestern nicht die Episode. Ich hoffe trotzdem, Leute, die kurze Minecraft-Solo-Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht ihr einen Daumen nach oben, abonniert mich weiter, wie von mir. Und eure Meinung zu Minecraft-Solo 2 rein. Ich fand die ersten Folgen geil, obwohl ich den Urlaub war und halt die nur die Zusammenfassung gesehen habe. Aber trotzdem, irgendwie Solo 2 enttäuscht mich irgendwie mehr und mehr. Ich weiß auch nicht warum. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht ihr einen Daumen nach oben, abonniert mich weiter, wie von mir. Also ich bin raus und ciao.